Seid ihr herzlich willkommen. Dreiecksbeziehung. Entweder ist er noch verheiratet oder hat noch eine Beziehung, möchte aber gerne mit dir treffen. Oder kann auch bedeuten, dass die Ex immer noch einen Einfluss auf ihn hat. Und wie geht es weiter? Schauen wir an bei diesem Dreiecksbeziehung Legung. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Hier diese drei Karten zeigen die dritte Person. Wenn du eine Frau bist, dann ist es diese Frau im Hintergrund. Ihre Gedanke zeigt hier die Sonne. Das kann sein, sie hat gerade diese selbstbewussten Auftreten, Ausstrahlung. Sonne beleuchtet etwas, also sie möchte alles wissen. Kann auch sein, dass sie kontrolliert ihn im Internet. Die Sonne beleuchtet auch diese Themen und sie will das sehen. Ihren Gefühlen. Hier ist eine Nachricht. Ihr Gefühl sagt, sie findet etwas. Entweder bedeutet diese Karte, dass die möchte, dass er sich meldet und ihr Gefühl sagt, ja, dieser Brief kommt, oder sie beleuchtet, sie schaut in sein Profil etwas an mit dem Hoffnung, dass sie etwas findet, eine Nachricht. Kann auch sein, dass sie schnüffelt in sein Handy, die Sonne beleuchtet das, schaut alles an und sie liest die Nachrichten. Was wird sie tun? Hier erscheint dein Herzensmann und die Sonne zeigt offenen Worten. Sie wird das ansprechen oder sie schreibt, vielleicht nicht direkt, wobei die Sonne zeigt Direktheit, aber kann ein Fake-Profil auch sein und sie schreibt ihn an, weil sie überprüft, was wird er jetzt tun. Wie denkt er über sie? Dieser Baum bedeutet schon Sicherheit und Stabilität, verwurzelt zu sein. Es kann sein, dass er gerade unbeweglich ist und hofft, dass etwas verbessert sich. Dieser Baum bedeutet aber auch Krankheit. Und es ist auch möglich, dass gesundheitliche Themen sind bei ihm oder bei ihr. Oder er befindet sich in einer Lage, was ihn kränkt. Seinen Gefühlen. Das Kind kann die Kinder bedeuten. Oder er sucht einen Neuanfang, eine neue Richtung. Was wird er tun? Die Schlüssel, also die Lösung, liegt an seinen Händen. Weil diese Frau wird nicht verabschieden. Wenn jemand handeln kann, dann ist das er. Und mit diesem Schlüssel kann dieser Kontakt eigentlich abschließen und das Kind könnte dann ein Neuanfang sein. Aber wenn Kinder da sind, dann zeigt schon Offenheit, da zu bleiben. Was denkt er über dich? Hier ist die Liebe. Und weil das beschreibt seinen Gedanken, ihm ist das bewusst. Wie fühlt er sich? Hier liegt das Glück.
Er ist glücklich mit dir. Und diese Tür kann für dich ein Vorteil sein, wenn er sich öffnet dir gegenüber. Wie sollst du über diese Dreiecksbeziehung denken, dass er gefangen ist in diesem Turm? Und das ist wie ein Labyrinth. Er sucht dann irgendwann eine Lösung, einen Ausweg. Welche Chancen habt ihr? So wie du dich fühlst, Mond zeigt deinen Gefühlen. Was wirst du empfangen? Das, woran du glaubst. Hier ist deine Vorstellungskraft gefragt. Deinen Gefühlen. Dein Gefühl sagt, hier liegt die Falschheit. Die Frau ist falsch oder er trifft gerade falsche Entscheidungen. Dieser schlaue Fuchs kann auch bedeuten, du hast negativen Gedanken. Das wird sowieso nichts, zum Beispiel. Oder negativen Gefühlen wie Angst. Die Mäuse können etwas entfernen. Das löst Verlustangst aus. Und das ist ein negatives Gefühl. Aber die Mäuse können dieser schlaue Fuchs auch entfernen. Falsche Personen, falsche Entscheidungen oder die Ängste. Was sollst du tun? Bleib in deiner Kraft. Und das bedeutet auch deine inneren Kraft. Sei davon überzeugt, dass er Interesse hat und kommt. Und jetzt schauen wir die Zukunft an. Deine Zukunft sehen wir hier. Und dieses Haus bedeutet Sicherheit, Struktur. Hier ist die Basis. Und auf diesem Fundament könnt ihr diese Beziehung aufbauen. Das Haus kann sogar bedeuten, die Zukunft, ein gemeinsames Zuhause. Und das war diese Dreieckslegung. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.